Mario Daza ist ein Ausnahmetalent. Danach sah es nicht immer aus. Als Jugendlicher war er ein Schläger, klaute Autos und saß im Gefängnis. Erst durch den Boxsport fand er zu Erfolgswillen und Disziplin. Mit 19 wurde er Profi, aber noch etwas passierte, sein neuer Erfolgshunger wirkte sich auch auf seine unternehmerischen Ziele aus. Heute ist er Immobilieninvestor und sogar die Bundesregierung mietet bei ihm. Mario Daza ist Multimillionär geworden. Mario, du hast eine kriminelle Vergangenheit, konntest die aber hinter dir lassen. Musstest du dafür dein Umfeld verändern? Ich musste mein Umfeld verändern und ich musste auch mich verändern. Was ist denn die größte Hürde für Leute, die auf die schiefe Bahn geraten sind, wieder auf die Gerade zu gelangen? Was ist die größte Hürde, die denen begegnet? Es zu wollen. Man muss es wollen, man muss sich verändern wollen und man muss an sich selber glauben und erstmal einsehen, dass man sich selber im Weg steht. Dann schaffst du es auch. Hat der Erfolg für dich schon immer die gleiche Definition oder verändert sich sowas auch? Ich denke, es verändert sich. Also in meinen Augen verändert sich. Wie definierst du ihn heute? Schwer zu sagen. Also früher war es geil. Richtig geil. Also es war, wenn du am Anfang erfolgreich bist, das ist unglaublich. Es ist richtig geil. Es ist, das kann man fast gar nicht beschreiben in Worte, weil du hast irgendwas, was du nie hattest. Auf einmal in so einer hohen Menge, dass du denkst, boah, geil, ich bin der Beste, ich habe alles, ich kann's. Heutzutage ist Erfolg eine Bestätigung, dass du es richtig machst. Dass du dran geblieben bist und ist der Erfolg auch, für den Erfolg musst du immer kämpfen. Und es ist schwer, den Erfolg zu halten auf eine längere Zeit. So würde ich ihn heute definieren. Du versuchst ja auch von deinem erreichten Erfolg wieder viel zurückzugeben. Wie kommt das und was ist da so deine Motivation? Richtig, weil ich denke, wir haben alle, die Erfolg haben und das nötige Kleingeld haben, die Verantwortung, Menschen, die es nicht haben, darauf hinzuweisen oder auch zu unterstützen finanziell, wie auch Ratschläge zu geben oder sie zu motivieren, dass sie es können und dass sie nicht zum Leben Nein sagen sollen, sondern Ja. Ja. Wie gehst du heute mit Risiken, zum Beispiel als Unternehmer, du bist ein Unternehmer, Immobilienunternehmer etc., wie gehst du da mit Risiken um? Ich bin heute in einer Lage, wo ich nicht viele Risiken eingehen muss. Ich sage mal so, man kann das sehr berechnen, alles. Und ich sage immer, musstest du sicherlich viele Risiken eingehen, oder? Am Anfang habe ich alles riskiert, was ich hatte. Also ich habe alles riskiert, was ich auch bin als Mensch, weil es ein hohes Risiko war. Aber heutzutage muss ich kein Risiko mehr eingehen, weil ich sage mal so, Probleme kauft man sich nicht. Du bist ja im Immobiliensektor Unternehmer geworden, auch erfolgreich geworden, vor allen Dingen mehrfacher Millionär. Wo hattest du das Wissen her? Man kann ja nicht einfach so, oder kann man einfach so in den Immobilienbereich einsteigen und reich werden? Nein, nein, ich war auch am Anfang, also bin ich mit vielen Menschen mitgelaufen. Also es war ja so, wo ich das Kieswerk gekauft habe. Da war es halt so, dass ich viele Betrüger auch um mich hatte, also was heißt Betrüger, sagen wir mal Haifisch, also die wollten mich fressen, die wollten versuchen mich zu übervorteilen und mein Glück war einfach, dass ich, wie gesagt, vieles nicht aus dem Gefühl raus mache, sondern abwarte. Ich lerne Menschen erstmal kennen und ich lerne sehr schnell und mit der Zeit habe ich halt gemerkt, die waren sehr intelligent, die haben mir viel beigebracht auf dem Weg hin, haben mir auch viel Scheiß versucht zu verkaufen, aber mit der Zeit denke ich immer so, die Wahrheit und Aufrichtigkeit wehrt sich am längsten immer. Und desto mehr Zeit du dir verstreichen lässt mit denen, desto eher siehst du am Ende, was für ein Mensch der ist. Am Ende kommt die Wahrheit immer raus. Aber eine Lüge kann man nicht lange aufrechterhalten. Was ist denn der beste Tipp für jemanden, der vielleicht nicht aus einem Unternehmerhaushalt kommt, der vielleicht aber trotzdem gerne erfolgreicher Unternehmer sein möchte, vielleicht auch als junger Unternehmer? Was ist denn der beste Tipp? Was muss der mitbringen? Was muss der können? Was muss der sich zu Herzen nehmen, um dann erfolgreich zu werden? Nichts, er hat in sich. Er muss dran glauben, das ist das Wichtigste. Er muss seine Ziele verfolgen, diszipliniert sein, fleißig sein, ehrlich sein, aufrichtig. Dann schafft er es auch. Und er muss es halt 100% wollen. Er muss es mehr wollen wie alles andere. Es muss in ihm brennen, dass er den Erfolg haben will. Er muss wissen, für was er es tut. Dann schafft er es auch. Du hast eben gesagt, Disziplin. Du kommst ja dann auch aus dem Boxsport, also dem Profiboxsport, gibt es da viele Parallelen, die man in dem Sport lernt, die man auch fürs Leben, fürs Unternehmerleben allgemein benutzen kann?
Ja, sehr viele zum Beispiel. Zum Beispiel, was dann Boxsport ist, wenn du nicht trainierst, hauen sie dir ins Gesicht. Also dann kassierst du mal richtig Schläge. Wenn du trainierst, und das merkst du halt dran, wenn du kontinuierlich ins Training gehst und etwas dran bleibst, weil es kann nicht jeden Tag gut laufen. Es ist wie eine Aktie, es geht manchmal hoch, manchmal runter. Aber wenn du dran bleibst, wirst du immer besser, auch kontinuierlich immer besser. Und dann hast du auch die Erfolge. Das ist im Arbeitsleben genauso. Du arbeitest jeden Tag, manchmal denkst du einfach, heute ist ein Scheißtag, heute waren 2 Kunden im Kieswerk zum Beispiel. Morgen sind 30 da, aber du musst kontinuierlich dranbleiben und versuchen, dich immer mehr zu entwickeln und zu entwickeln. Und dann kannst du auch erfolgreich sein. Du musst dranbleiben. Ohne Disziplin kannst du, egal, wenn ich heute nicht diszipliniert bin, verliere ich auch alles. Das kann passieren. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Bitteschön.